Die nächste Auflage unter Klubberern. Eine mitgliederexklusive Talkrunde mit Sportvorstand Jotti Schatzi-Alexiou fand in der Gaststätte Gutmann am Dutzenteich statt. Dort hatten über 150 Mitglieder die Möglichkeit, Fragen an den neuen Sportvorstand zu stellen und ihn so auch persönlich kennenzulernen. Wurde wirklich mit offenen Armen empfangen. Viele Menschen, die hier waren und mich begrüßt haben, viele Fragen, die gestellt wurden und eine positive Atmosphäre. Die Menschen lechzen danach, dass wir wieder erfolgreicher Fußball spielen. Ich werde versuchen, alles zu geben. Das habe ich hoffentlich dann heute auch in dieser Talkrunde den Mitgliedern mitgegeben. Und ja, ich bin begeistert, welche Kraft und welche Power der Verein hat und wie viele Menschen heute tatsächlich auch von sehr weit gekommen sind, um dem Ganzen beizuwohnen. Also es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Spaß gemacht hat es auch den Mitgliedern. Mein Name ist Volker Tröps und ich bin seit sehr vielen Jahren Clubfan und seit ungefähr 7 Jahren Mitglied. Ich habe mich gefreut, dass ich heute endlich hier dabei sein durfte und auch eine Frage stellen durfte. Und ich denke, der Club hat mit Jotti wirklich einen super Fang gemacht auf der Position und schaue sehr, sehr hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft. Also ich finde es super, dass der Verein sowas macht, weil man ja so, wenn man Dauerkarte hat und geht ins Stadion, man hat ja nie die Möglichkeit, mit Spielern, mit Funktionären zu sprechen. Und deswegen finde ich das ganz toll und dass er sich die Zeit genommen hat, so viele Fragen zu beantworten. Also ich finde es ganz, ganz toll vom Verein, dass die sowas möglich machen. Ja, ist mega sympathisch und man lernt ihn halt auch mal persönlich kennen, nicht nur immer was in der Zeitung steht oder was man so in den Medien liest. Deswegen finde ich es auch gut, dass man auch mal solche öffentlichen Runden wie sie macht. Wenn ich sehe, wie leidensfähig unsere Fans sind und welche Unterstützung sie uns geben, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, ist es etwas, was wir zurückzahlen müssen. Und ich hatte es auch hier in der Talkrunde bei einer Frage gesagt, ich sehe uns als Team. Am Ende sind wir eine Einheit und wenn wir geschlossen versuchen, die Dinge positiv zu gestalten und jeder auch im Sinne des Clubs diese Themen mit aufnimmt, dann haben wir auch Riesenpotenzial, weil diese Region hat halt eine enorme Kraft. Und dazu gehören alle, Spieler, wir auf Vorstandsebene, Mitarbeiter, Fans, alle, die dann dazugehören. Und ich freue mich irgendwie sehr auf die Zeit, weil ich einfach guter Dinge bin, positiv gestimmt bin. Und ich hoffe, dass das dann auch lange, lange anhalten wird.